Und es geht weiter mit ein wenig Spellstone. Wenn das Video kommt, wird es wahrscheinlich schon das Elementar-BGE geben. Und ich meine wie immer den Elementar-BGE. The Surge of the Elements hier. Oh, die haben sogar den Effekt noch geändert. Denn eigentlich, so krass wie der Drachen-BGE war er nicht. Jetzt ist der Angriffswert um 75% erhöht. Das ist schon eine Menge. Das ist dann echt schon ein bisschen mehr als lediglich 50%. Finde ich aber krass, wie die immer sofort auf das Feedback der Leute eingehen. Nur ganz kurz, ich habe dann auch einige... Egal, das mache ich dann... Doch, das mache ich noch in dieser Folge. Ich werde jetzt Karten öffnen. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Elementarkarte. Und dann werde ich schon ein bisschen craften, denn jetzt mit 75% ist das ja wirklich nicht so schlecht. Und eventuell, ich dachte am Anfang, das war aber wohl eher ein Aberglaube. Ich dachte so, ich kann mit dem Drachen-BGE eventuell einfacher gegen Vulcanus vorgehen. Ist aber nicht so, denn Vulcanus hat auch Drachen in seinem Deck und das ist dann ganz ungeschmeidig, weil ich habe mit meinem Grog, mit meiner Aufstellung leider kaum, naja, ich kann nur wenig Schaden verursachen. Es dauert ziemlich lange. Und wenn sich dann noch die Drachen heilen und Nullify habe ich dann auch nicht mit Unsichtbarkeit, das klappt einfach alles nicht. Von daher habe ich jetzt während dem Drachen-BG gar nicht mehr. Ich meine, das Drachen-BG läuft ja dann noch immer, nur die Untoten sind dann weg. Aber wenn ich mal ganz kurz auf Bearbeiten gehe und hier, ich kann auch, egal, ich bleibe hier bei, genau, danach mal sortieren, nur ganz, ach, das ist auch ein Elementar. Ach, stimmt ja. Ja, fein. Das ist schon mal genial. So, und wenn ich jetzt hier sortiere, der Bergtitan. Eventuell bekomme ich es irgendwie hin, den noch ein zweites Mal zu erhalten, weil wenn Angriff um 75% erhöht wird, hat der in etwa wahrscheinlich 18 oder 19 Angreifen. Und das wäre schon krass. Und zweimal diese Karte, dann könnt ihr euch in Acht nehmen. Oder die in Vierfachfusion, aber die stirbt leider zu schnell wahrscheinlich. Auf der anderen Seite... sorry, Frosch im Hals. Auf der anderen Seite, wenn die nur ein bisschen überlebt, kann die jedes Mal 5 abschöpfen. Und der Angriff, okay, der Angriff ist dann nicht so krass bei der Karte. Das wird wahrscheinlich Angriff 5 oder Angriff maximal 6 sein. Ich glaube eher 5. Aber vielleicht das Elementar, wenn das überlebt, in vierfacher Form, heilen alle. Aber hat eine Dreierverzögerung. Der Frosch kann auch heilen und hat Unsichtbarkeit. Also ich glaube, ich weiß nicht, das Elementar, der Elementar-BGE... Der wird mir für den Bergtitan helfen, aber ansonsten nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Also mal schauen. Da waren die Untoten vielleicht noch ein bisschen... Was wollte ich denn machen? Da waren die Untoten vielleicht noch ein bisschen besser. Da muss ich dann wirklich alles auf diesen Titan setzen. Der ist sowieso jetzt auch schon ein wirklich wichtiger Gefährte im Kampf gegen Vulcanus. Ansonsten muss ich es eben noch ein bisschen rauszögern, sage ich jetzt mal. Konnte jetzt auch gut ohne Atlas überleben. Aber ansonsten so den einen oder anderen Untoten werde ich vielleicht rauskicken und dafür dann eine Elementarkarte reinnehmen. Und jetzt eben muss ich meinen Gold, der Bulle, der leider keine Fraktion besitzt, außer die, die sowieso jeder hat. Das ist sehr schade. Das ist schade, aber okay, eine epische für ein bisschen Arkanstaub. Genau, was wollte ich sagen? Also... Gold ausgeben für Arkanstaub, dass ich ein paar Karten aufwerten kann und dann sollte das schon passen. Wenn man mal so drüber nachdenkt, Untoten-BGE wurde anders angekündigt, haben sie dann geändert. Dann hier, dieses BGE jetzt und so weiter. Ich glaube, die sind da fleißig dabei, wirklich das Balancing zu 100% aufrechtzuerhalten, was ich gut finde. Auf der anderen Seite, ich meine, hätte man vielleicht in manchen Fällen auch wissen können, dass das irgendwie so... Moment mal, eigentlich schneide ich das hier immer raus, oder? Aber jetzt kommt die Karte auch noch weg, denn ansonsten... Welche waren das? Ansonsten kann ich nur eine weniger öffnen. Und der Bulle, ich glaube, den werde ich sowieso nicht verwenden. Also weg mit dir. Und her mit dir, mein liebes Grundpaket. Legendäre, muss ich alle enttäuschen, wird es heute wahrscheinlich nicht mehr geben. Ich hatte mein legendäres Glück schon in der letzten Folge.
Da habe ich irgendwie nur 5000 Gold ausgegeben und tatsächlich den Boomsting bekommen. Die heißt doch so, Boomsting Shot, die Karte in einfacher Form. Hier, vierfach, endlich. Nur leider, ich habe überlegt, die Karte kann ich nicht wirklich verwenden gegen Vulkanos. Die hat zu wenige Lebenspunkte, die kann sich nicht heilen, nicht abschöpfen. Hat keine Unsichtbarkeit. Die lohnt leider nicht. Da muss ich warten, bis es einen Goblin-Effekt oder einen Insekten-Effekt gibt. Dann profitiert die Karte auf jeden Fall. Aber hey, dass diese eine Eiskarte ein Elementare ist, das wusste ich gar. Also hatte ich nicht so am Schirm. Shadow Rider. Immerhin mal was anderes. Ein Untoter, falls mal wieder ein Untoten-Effekt läuft irgendwann. Ja, okay. Gut, erneut öffnen, weiter geht's. Oder irgendwie hätte ich jetzt vielleicht sogar Lust, den nochmal zu versuchen, den Vulkanus, solange das Untoten, der Untoten BGE am Start ist. Oder ist es unnötig? Ist wahrscheinlich eher eine Verschwendung. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Eventuell einfach abwarten, bis der Dracheneffekt weg ist und Elementar plus irgendwas anderes. Dann da ist, und dann sieht man sich mal an, vielleicht mal wieder Frösche, weil jetzt, oh, der Noble Champion. Jetzt läuft's aber mit den Epischen. Mhm. Sehr fein, den hatte ich im Deck, als man den Engelseffekt hatte. Das war nämlich Legion Engel, also Legion links und rechts, genau. Und das war schon krass. Das war ein heftiger Effekt, vor allem mit Doppelschlag. Hatten die Engel, der verrückte Engel da zum Beispiel, der hat dann immer zweimal dieses Legion angewandt, wenn er eben seinen Doppelschlag hatte. Was ist denn das eigentlich für eine Karte? Die ist auch eine Elementar. Hat die vielleicht Unsichtbarkeit oder so? Moment, das muss ich mir auch ansehen. Irgendwelche Elementarkarten, grüne, die vielleicht Unsichtbarkeit haben. Denn ich habe ja sogar den grünen Frosch mit Unsichtbarkeit drin, weil die Unsichtbarkeit so unfassbar wichtig ist gegen Vulkanos. Hier, das ist auch ein Elementar, aber ich befürchte, ich habe mir ja schon mal angesehen, welche Karten alle Unsichtbarkeit erlernen können. Ich denke, ein Elementar ist da nicht dabei. Aber der Schaden, 75% mehr, ist vielleicht nicht schlecht, denn ich brauche mehr Schaden. Ich bekomme Vulkanus nicht kaputt. Deine kann sich ja noch dazu abschöpfen, diese nervige Karte. Die bekomme ich ansonsten nicht down. Yo, also, mal bringen wir das schnell hinter uns, denn es kommt sowieso nichts Legendäres. Zwinker-Smiley. Liebes Spiel, hörst du mich? Hast du mich gehört? Es kommt sowieso nichts. Das ist gar nichts. Ist aber schade. Du bist auch kein Elementar. Na dann. Nein, ich denke, was besser wäre, anstelle jetzt hier die Energie zu verbraten, ist, ich hole mir Zulong. Doppelt fusioniert, noch während des Drachen-BGEs. Der hat Unsichtbarkeit 2 mit Grog, Unsichtbarkeit 3 ist ein Drache. Heilt sich also immer und dann muss ich einfach hoffen, dass ich Zulong immer bekomme. Genau, so mache ich es, glaube ich, und dann habe ich eben nicht mehr die Untoten. Klar, wenn so eine untote Karte stirbt, kommt dieser Skelettkämpfer mit Unsichtbarkeit 1 bzw. 2, was nicht so schlecht ist, aber unterm Strich konnten die dann auch nicht wirklich viel Schaden anrichten. Obwohl mir einige Leute gesagt haben, ja, mit Untoten BGE habe ich es dann gemacht. Entweder habe ich die falschen Karten oder keine Ahnung. Aber ich kann nicht so eine Untoten-Karte spielen. Nur in der Hoffnung, dass dann dieser Skelettkämpfer kommt mit Unsichtbarkeit und die untote Karte kann am Weg dahin so gut wie nichts bewirken oder anrichten. So, die letzten 11.000 Goldmünzen verballere ich hier jetzt. Kommt noch eine epische. Einmal dieser Titan, der wäre noch genial. Weil der fehlt mir noch für 2 Vierfachfusionen. Oh, Jojo. Okay. Ist eine epische. Sollte mal wieder Avian dran kommen, habe ich den bestimmt schon 2-mal. Aber ohne BGE. Der Greifenritter, ich weiß nicht. Der war schon mit BGE nicht der allerbeste, finde ich. Panzerung war zwar nicht so schlecht, aber der geringe Schaden. Der geringe Angriff, nö. Wenn da jemand Panzerung hatte als Gegner,
Der hat nie was verursacht. Da kann er noch so viele Doppelschläge und Dreifachschläge haben. Ist einfach unnötig. So, und jetzt noch. Bam, bam, badabam. Nein, doch nicht. Da geht noch was. Ich dachte, Inventar ist schon voll. So kann man sich täuschen. Und 50 Karten gibt es dann noch. Gut, haben wir da noch was drin? Es muss ja nichts bedeuten. Ich erinnere nur zurück an das letzte... Oh, da sind vieles. Und auch nicht. Ich dachte, da kommen jetzt noch mindestens 3 seltene nach. Hab wohl nicht so genau mitgezählt. In der letzten Folge... Wer hätte das schon geglaubt, dass direkt innerhalb weniger Karten da so eine legendäre dabei ist? Selten, selten, selten. Und das vorletzte Mal... Jetzt kommt Sturmdrache. Auch mit dem Sturmdrachen vierfach, da würde ich Vulkanus packen. Den bekommt er nicht down. Mit der krassen Heilung dann Sturmdrache, Sturmdrache, Sturmdrache. Na gut, dann nicht. Jetzt wird aber bearbeitet. Ich habe 2190 Arkanstaub in Summe. Den Greifenritter, den packe ich auch nochmal weg. Genau. Dann sind es sogar noch ein bisschen mehr. Und jetzt wird aufgerüstet, sortieren, Elementar. Das ist nämlich eine elementare Sache. Dieses Elementar, ich weiß nicht, warum ich das zweimal aufgewertet habe, irgendwas wollte ich da versuchen. Das wird mal fusioniert. Denn die Karte mit Heilen, alle die nehme ich bestimmt ins Deck, wenn die dann sogar noch ein bisschen Schaden verursachen kann. Mehr Leben, mehr Schild und... Legion, so, boah, die sieht heftig aus. Die muss ich mir jetzt aber über das Resummon-Feature holen. Da kann man ja, wie wir alle wissen, auch sortieren. Jo, hole ich mir zweimal. Kostet 120. Kavums, Kavams, danke dafür. Oh, den brauche ich sogar noch zweimal. Aber hey, vielleicht kann ich den einfach doppelt fusioniert. Schade, Unsichtbarkeit bleibt auf 1. Aber dann, sobald... das Event läuft, das Elementar-Event, dass ich den einfach doppelt auch nochmal zusätzlich reinnehme. Wer weiß. So, dann... Boah, Chaos-Sturm, 8-mal. Krass. Wie krass ist das denn? Und wie sieht es mit dem eigentlich aus? Was bekommt der dann noch? Schwächen alle, glaube ich, wenn mich nicht... Ach komm. Schwächen alle, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ja, ansonsten ist die nicht so krass, hat aber auch einiges an Angriff. Gut, ich weiß gerade nicht aus dem Stegreif. Ich glaube, Chaossturm habe ich. Ich mache sie zumindest einmal. Dafür benötige ich, glaube ich, 2, denn 2 habe ich noch im Inventar. Ich will jetzt nicht zu viel kaufen. Nicht, dass mir dann die Ressourcen zum Aufwerten fehlen. Jetzt wird aufgerüstet. Ach, 3-mal, okay. Aber zuerst das Elementar. Das ist wichtiger meiner Ansicht nach. Also, kurz zusammenfassen. Ich habe die legendäre Karte, Elementar. Ich habe einmal dieses Luna-Elementar mit Heilen alle. Ich habe zweimal Chaos-Sturm-Elementar, vierfach. Ich habe den Berg-Titan einmal. Und ich könnte dieses Elementar reinnehmen, aber ich glaube, das ist sinnlos. Ohne Fusion. Denn so krass ist der Effekt jetzt auch nicht. Aber ansonsten, doch bin ich halbwegs gerüstet. Würde ich mal sagen... So, Moment mal. Muss ich noch aufrüsten, genau. Bisschen mehr Schaden. Schild Äther und Legion Elementar. Das wird schon passen, wenn ich da ein paar Karten davon habe. Links und rechts. So. Heilen alle geht hier dann noch auf 3 rauf. Das ist meiner Ansicht nach das Wichtige bei dieser Karte. Das ist nicht heilen alle Äther oder heilen alle dies, das. Sondern einfach nur heilen alle. Und den Chaossturm werte ich auch noch auf in dieser Folge. Den Rest muss ich mir dann überlegen. Aber das sollte schon passen. Eine Einzelverzögerung. Jo, klar, mach hinne. Eine Einzelverzögerung für den Anfang. Je nachdem, gegen welchen Gegner ich kämpfe. Auch wenn diese Karte am allerwenigsten von dem Effekt profitiert. Besser als nichts. Chaoswoge heißt die dann. Boah, der Arkanstaub. Ist schneller weg, als ich Rhythmus der wilden Hilde sagen kann. Genau. Gut und gut. Einmal muss ich in mir noch zurückbeschwören. Hat er das gespeichert? Das hat er sich gespeichert. Sehr schön. Bada Wums, da ist die Karte.
und machen wir direkt nochmal sauber. Wie weit ging das Abschöpfen dann noch rauf? Auf 4? Oder bleibt das bei... Nein, das muss auf 4 raufgehen, oder? Abschöpfen 4 wäre nicht so schlecht eventuell. Mal schauen. Dann noch eine Rune rein auf Abschöpfen 6 bzw. 7, je nachdem, welche Rune man hat für eine 1er-Verzögerung. Das wäre dann schon saftig. Muss man nur darauf achten, dass die Karte dann nicht sofort stirbt, weil Lebenspunkte hat sie. Abschöpfen 5 sogar. Das wäre ja dann irgendwie Abschöpfen 8. Heftiges Teil, aber Abschöpfen würde ich, glaube ich, nicht in diese Rune, in diese Karte reinpacken. Okay, da bin ich mal gerüstet für das Event auf jeden Fall. Deck bearbeiten. So sieht nämlich aktuell mein Unsichtbarkeitsdeck aus. Ich weiß nicht mal, warum ich diesen Drachen drin habe. Ich habe es versucht, Drachen-BGE-mäßig, aber irgendwie lief es nicht so gut. Und die haben alle Unsichtbarkeit durch die Bank. Kavums, Kavems. Ach, nochmal so ein Frosch wäre nicht so schlecht, dass ich den machen kann. Aber gab es leider noch nicht. Gut, dann wechsle ich wieder rüber. Und zum Abschluss muss ich meine Energie verbraten. Das mache ich dann... Oder ich kämpfe einfach in der Kampagne weiter. Was gibt's denn da so? Denn da kommt ja bestimmt noch eine Zone, oder? Also, hier fehlen mir noch 2 Wins für den doppelt fusionierten Zulong. Und die Karte würde dann schon profitieren. Ich glaube, ich starte, ich versuche es einfach mal mit dem Defender. Kann in die Hose gehen. Und genau. Dann nehme ich dich, falls irgendwas passieren sollte. Und jetzt, okay, das ist jetzt bitter. Der hat Unsichtbarkeit 3, das heißt der Frosch, der, da prallt schon mal das Erstarren ab. Aber mal schauen. Ich hoffe, dass sich der in diesen Runden schnell nach oben berserken kann. Aber wenn die Karte am Anfang ist, dann hat die Vergangenheit bei mir gezeigt, dass das eigentlich nicht so gut war. Ja, der Blitz hätte getroffen, aber was willst du da machen? Bitter. Wird das reichen? Klar, dass der Frosch den nicht ermächtigt. Hätte er das gemacht, wäre es das gewesen für die Karte. Oh! Grenzgenial. Das war grenzgenial. Sauber. Eventuell habe ich noch eine Chance. Mal schauen. Hier nochmal fetten Schaden verursachen. 27. Das kann er definitiv nicht heilen. Und dann nochmal der Blitz getroffen. Huiuiuiui. Na, eventuell. Egal, also verlieren ist hier leider vorprogrammiert ab und zu das ein oder andere Mal. Oder ich gönne mir noch einmal die Heilung jetzt. Soll ich das machen? Weil Heilen 2 ist das Doppelte von Heilen 1. Habe ich jetzt gut ausgerechnet, oder? Jo. Gut, der erste Drache stirbt schon mal. Der zweite wahrscheinlich leider nicht. Nö, wie denn auch? Oh, das war bitter. Das war ziemlich bitter. Gut, dann war's das, denke ich mal. Eventuell, schauen wir. Jetzt ja noch was, aber könnte eng werden. Mit diesen verbliebenen Karten, oder? Naja, die haben kaum mehr Lebenspunkte. 23 Schaden. Krasse Vergeltung leider. Nö. War ein netter Versuch. Aber machen wir spannend. Dun-dun-dun-dun. Ich klicke zur Niederlage. Gut, dann... Nein, das kaufe ich mir jetzt noch. Die Heilung. Rauf da. Denn bis zu 350 würde es noch ein bisschen dauern. Und das sollte mir hier... Okay, was machen wir? Die Karte als erste... Ich glaube schon. Egal, ob der jetzt einen Drachen hat oder nicht. Ah, Korrosiv. Das ist natürlich bitter. Korrosiv ist ganz bitter in Kombination mit Schwächen. Oh Mann. Aber immerhin durch Berserk kann er sich da noch ein bisschen was in petto behalten, sozusagen. Auch einen Drachen. Komm, trifft den Blitz. Blitz trifft die richtige. Ja, das war schon mal gut. Und wenn ich Glück... Ach, der hat jetzt 0. Der hat jetzt 0, das heißt Nullify trifft auch nicht. Ah, ganz ungeschmeidig. Und in der nächsten Runde sind alle Gegner dran. Oh, er hat sogar noch getroffen. Sauber. Boah, er überlebt noch mit einem einzigen Lebenspunkt. Heieiei. Aber jetzt wird er drauf gehen. Jetzt habe ich keinen einzigen mit Nullify. Na egal, das machen wir schon noch irgendwie. 11 Schaden. Oh, der hat Korrosiv. Kann er nicht machen. Oder? Doch, ach komm.
Ein Lebenspunkt. Und jetzt hat er wieder 4 und das schafft er jetzt wieder nicht. Oh, doch, hat er geschafft. Ach ja, ich vergesse immer. Da gibt es ja Amberheit und diese ganzen anderen Effekte. Jo, so ist das ja. Eventuell jetzt. Haben die Schild alle 3 oder... Wo ist dein Schild? Wo ist euer Schild alle? Ach so, kommt erst. Der hat noch nicht angegriffen. Logischerweise. Oh, das ist sehr gut. Wenn der in der Mitte von 2 richtigen Karten ist. Ja, eventuell. Ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber eventuell ist das jetzt der Win. Habe ich vielleicht der Heilung zu verdanken? Man weiß es nicht. Sauber. Noch ein einziges Mal gewinnen, dann habe ich den Zulong doppelt. Das wäre ja mal was. Hey, wenn das jetzt passieren könnte in dieser Folge. Machen wir das oder machen wir das nicht? Acro Defender am Anfang war nicht so schlecht eigentlich. Vor allem gegen einen mit Panzerung. Problem ist allerdings, dass der dann keinen Nullify hat und so. Mal schauen. Boah, und 10 Schaden hat der Gegner. 9 verursacht, 4 durch Vergeltung kassiert. Habe ich noch eine Chance? Oder killt er mich sofort in dieser Runde? Das werden wir gleich erfahren. Er lässt mich noch ganz knapp am Leben. Mit einem einzigen Lebenspunkt. Ja, beide Karten mit einem Lebenspunkt. Kann man also durchaus sagen, das war nur aufgrund der Heilung, die ich mir dazu gekauft habe. Oder? Klar, ist doch so. Ich habe mich um einen Punkt mehr geheilt. Ja, auf jeden Fall. Na gut. Der stirbt und keiner ist noch dran. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich nehme doch lieber den Drachen. Obwohl der Frosch von Inbrunst profitierte. Nein, du hast 0? Ach so, du hast nicht 0. Manchmal ist das irgendwie... Keine Ahnung, was labere ich? Ich weiß es nicht, tut mir leid. Gut, sieht knifflig aus. Jo, der hat sich gerade wieder hochgeheilt. Und der heilt sich wieder hoch, jetzt ist er wieder voll. Doch kein Zulong in dieser Folge. Das hat wohl zu lang gedauert. Sorry, das war ein richtig schlechter Wortwitz. Dann vielleicht in der nächsten Folge hole ich mir den Kollegen. Und mit der Unsichtbarkeit in Kombination mit Elementar-BG wage ich den Kampf gegen Vulcanus erneut. Aber für diese Folge würde ich mal sagen, war es das dann? Ach so, Moment mal. Genau, und den bekomme ich dann auch. Ja, da freue ich mich schon, weil die Karte hat Unsichtbarkeit. Ich glaube, Vulcanus ist vielleicht doch bald drin. Mal schauen. Für diese Folge war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach nicht so weiter.